Hi, ich bin Max und heute möchte ich euch gerne den Mokka Master vorstellen. Wir nutzen ihn täglich im Büro und sind begeistert von der Filterkaffeemaschine. Ich habe mich intensiv mit dem Mokka Master auseinandergesetzt und möchte euch gerne in diesem Video vorstellen, was ihn so besonders macht. Ihr habt uns super viele Fragen gestellt, die wir heute alle beantworten wollen. Wir werden über den Geschmack reden, die Zubereitung, aber auch die technischen Details. Und zum Schluss wollen wir noch euch ein paar Tipps und Tricks über den Mokka Master geben. Wir führen den Mokka Master bei uns im Shop in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Glaskanne und einmal mit Thermoskanne. Die Version mit Glaskanne gibt es in verschiedenen Farben. Was mich besonders begeistert ist, dass der Kaffee schmeckt wie von Hand gebrüht. Sowie das schlichte und zeitlose Design und die einfache Bedienung. Jetzt geht's los. Die Wassertemperatur wird hier auf ca. 96 Grad gebracht, was die ideale Temperatur zum Kaffeebrühen ist. Herkömmliche Filterkaffeemaschinen bringen die Wassertemperatur nah an den Siedepunkt und verbrennen damit den Kaffee, was ihn bitter macht. Ein Vorteil ist, dass das Wasser in kleinen Schüben aufgegossen wird. Dadurch wird der Kaffee gleichmäßiger extrahiert und schmeckt wesentlich besser. Ein weiterer Vorteil ist der Duschkopf. Bei herkömmlichen Filterkaffeemaschinen wird das Wasser meist in einem einzigen Strahl aufgegeben. Beim Mokka Master ist das anders. Hier wird über eine 9-ventilige Siebdusche das Wasser in kleinen Schüben aufgegeben. Dadurch wird der Kaffee aromatischer und schmeckt besser. So, jetzt genug aber der technischen Details. Jetzt wollen wir anfangen, Kaffee zu brühen mit dem Mokka Master. Dafür habe ich 1 Liter Wasser abgewogen und am besten nehmt ihr dafür ein anderes Gefäß als die Glaskanne, denn darin können noch Verunreinigungen vom letzten Kaffeebrühen enthalten sein. Und diese sollten nicht in den Kreislauf des Mokka Masters gelangen. Also jetzt fügen wir 1 Liter Wasser in den Mokka Master hinein. So, jetzt gebe ich den Deckel einmal hier drauf. Als nächstes nehmen wir den Filterhalter und nehmen einen Kaffeefilter. Hierfür kannst du entweder den Originalfilter von Mokka Master nehmen oder einen beliebigen anderen aus dem Supermarkt. Ich empfehle, dass er gebleicht ist und ich würde die Seiten immer knicken, damit er einfach besser im Filterhalter sitzt. Ich würde den Papierfilter immer einmal mit dem Filterhalter zusammen durchspülen, weil du dadurch die Papierpartikel und den Papiergeschmack aus dem Filterhalter loswirst, denn den möchte ich nicht in meinem Kaffee haben. Ich persönlich möchte, dass mein Kaffee so klar wie möglich schmeckt und nicht von Fremdaromen getäuscht wird. Und deshalb spüle ich den Papierfilter immer einmal vorher durch, mit heißem Wasser zum Beispiel. Als nächstes wiegen wir den Kaffee ab. Und zwar nehmen wir dafür 65 Gramm gemahlenen Kaffee hier aus der Barazza Encore. Wir haben jetzt 65 Gramm Kaffee gemahlen. Das ist in etwa die Menge, die wir für 1 Liter Kaffee jetzt auch brauchen. Und zwar empfehlen wir dir hier einen Mahlgrad, der in etwa dem für den Handfilter entspricht, also ein mittlerer Mahlgrad. So, jetzt geben wir das Mahlgut in den Filterhalter hinein. Ich würde immer den Filterhalter einmal ein bisschen durchschütteln, dann ist das Mahlgut gleichmäßig verteilt und der Kaffee wird auch gleichmäßiger extrahiert. Dann geben wir den Filterhalter dazu, setzen den Deckel auf und schon kann es losgehen. Ja, der Mokka Master hat ja echt einen super Job gemacht. Du kannst echt kaum einen Unterschied zum Handfilter herausschmecken. Und besonders die feinen Aromen des Yogurt-Chefe, den wir in dem Fall genommen haben, kannst du wirklich hier gut herausschmecken. Also einmal zusammengefasst, die Vorteile des Mokka Masters sind auf jeden Fall erst einmal der Geschmack. Der Geschmack überzeugt auf ganzer Linie. Dank der technischen Features wie der Siebdusche und der perfekten Brühtemperatur macht der Mokka Master einen hervorragenden Filterkaffee. Zweitens, gerade für größere Mengen eignet sich der Mokka Master perfekt, denn du kannst in nur 5 Minuten mehr als 1 Liter Kaffee zubereiten. Drittens, die Verarbeitung des Mokka Masters ist super hochwertig und robust.
Dadurch, dass du die einzelnen Teile alle entnehmen kannst, kannst du sie einfach in die Spülmaschine schmeißen und die Reinigung ist total schnell getan. Viertens, es macht total Spaß, mit dem Mokka Master zu arbeiten. Die Zubereitung geht super leicht von der Hand. Und das Beste ist, du bekommst noch 5 Jahre Herstellergarantie obendrauf. Ein weiterer Vorteil ist die Heizplatte. Dabei ist die Temperatur so eingestellt, dass sie den Kaffee nicht verbrennt oder bitter werden lässt. Es gibt 2 Dinge, die ich am Mokka Master wahrscheinlich verbessern würde. Und zwar ist das zum einen der Wasserbehälter, der nicht entnehmbar ist. Das heißt, ich brauche immer eine Karaffe, um das Wasser einzufüllen. Zweitens, bei kleineren Kaffeemengen neigt der Mokka Master dazu, den Kaffee ein bisschen zu unterextrahieren. Das heißt, das Wasser läuft etwas zu schnell durch und im Endeffekt schmeckt der Kaffee etwas dünn. Ihr habt uns noch weitere Fragen gestellt, zum Beispiel, welche Filterkaffees eignen sich am besten? Um ehrlich zu sein, ist das eine reine Geschmackssache, denn der Mokka Master kommt mit allen Röstungen, ob kräftig dunkel oder fruchtig hell, richtig gut zurecht. Ihr habt mich noch gefragt, ob ich ein paar spezielle Tipps zum Mokka Master habe. Was auf jeden Fall hilft, ist, nach den ersten 2 Wasserschüben den Kaffee einmal mit einem kleinen Teelöffel zum Beispiel umzurühren. Das hilft, dass der Kaffee gleichmäßiger extrahiert wird und euch später in der Tasse einfach besser schmeckt. Es gibt ja noch eine 2. Version des Mokka Masters und zwar mit Thermoskanne. In dem Fall empfehle ich dir, die Thermoskanne vor der Benutzung einmal mit heißem Wasser vorzuwärmen. Dadurch bleibt der Kaffee wesentlich länger heiß. Ein weiterer Tipp gilt für kleinere Mengen Kaffee. Wenn du zum Beispiel weniger als 500 ml zubereitest, empfehle ich dir, den Kaffee noch etwas feiner zu mahlen. Dadurch dauert die Extraktion etwas länger und du wirkst der Unterextraktion entgegen, was bedeutet, dass dein Kaffee im Endeffekt aromatischer schmeckt. Das war's mit meiner Vorstellung des Mokka Masters. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar und wir werden sie euch später alle beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao.